herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Warte mal, wir versuchen unser Glück hier. Oh fuck. Warte. Okay. Auf. Guck mal, und der betet. Ja. Ach, ich merke, wie mein Puls immer hochgeht. So. Und weiter. Kann man die Truhen stehlen? Noch eine Truhe? Oder scheint nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir da zurück. Das ist doch schön. Da haben wir die auch geschafft. Ach, hier. Tada. Da bist du. Mal hier haben wir gleich noch was. Wovon, Tripo? Ach ja, okay. Nein, kein Ostrakon-Rätsel, nein. Das ist gleich dort, okay. Warte. Niemand darf mich sehen. Halt! Du hast hier nichts zu suchen. Ach, der da oben, oder? Ist da jemand? Nee, da ist niemand. Ja, das auf jeden Fall. Nice. Sieht hier eh niemand, ne? Oh. 100 Anleger. Megariss, wenn alle Schiffe gleich sind, ist es schwer, seinen Anlegeplatz wiederzufinden. Geh zur Küste im besetzten Wald von Tripodiskus und suche nach einem verträumten Schiff, das von einem Hund bewacht wird. Du findest mich an einem Ort, der mit einem X markiert ist. Okay. So, sehr schön. An die Küste.
An die Küste. Okay, dann müssen wir da mal gucken. Oben habe ich was. Jetzt ist denn das da oben? Der ungeduldige Dieb. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Die Musik ist so toll. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Mhm. Okay, immer eine Truhe. Aber anscheinend keine Banditen oder Athena. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was willst du? Bitte, bitte geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte! Nein, bitte! Du verstehst nicht! Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte! Lass es mich erklären! Erklärt euch. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte! Ich sag dir alles, was du wissen willst. Wer seid ihr? Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Sei mal nicht so gemein. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Warum riskiert ihr den Zorn Spartas? Erklärt euch! Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles! Unsere Kinder verhungern! Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein! Bitte! Wir haben doch niemandem etwas getan! Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug. Genug! Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Wir regeln das friedlich. Geht zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung! Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft! Schnell! Oben haben wir noch was? Die armen Leute, ne? Noch irgendwie hier weiter rein? Nee, okay, dann muss die Truhe woanders sein. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ja. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Ja. Und es sind nur Zivilisten, ne? Megara. Oh, der Gerissene. Naja, das war nicht gerissen. Warte, wen haben wir? Okay, das ist so weit weg.
So, warte mal. Komm ja nicht her! Ich lasse mich lieber nicht sehen. No. Oh fuck. Oh ja. Warte mal, was ist denn der? Lauf doch mal! Oh. Problem ist. Oh, das Problem ist, wir haben jetzt hier den. Oh fuck, ja. Halt deinen Mund. Halt deinen frechen Mund. Okay, wir müssen das den Bogenschützen erledigen und dann ihn. Ach Gott, sehr schön. Das macht Spaß. Naja. Ist lange her, seitdem ich gestorben bin. Muss es auch mal wieder sein. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Na? Wer ist jetzt? Der kommt halt hier hin. Da ist jemand! Nee, hier ist niemand. Okay, warte. Ich hab Leertaste gedrückt. Genau so. Oh, Heilige. Heilige. So, jetzt ist er aber tot und jetzt können die in Megara und Megara schon mal ein bisschen beruhigter leben. So. Oh, Gottes Willen. Ich krieg Kopfschmerzen, ne? Das ist, man muss sich so konzentrieren bei der ganzen Sache. Fähigkeiten.
möchte gerne. Oh, Ring des Chaos. Weißt du, oh, eine Schockwelle mit acht alle Gegner im Umkreis von 3 Metern benommen. Richtig. Oh. Oh. Oh, stimmt. Flammender, das, der war richtig gut. Tierbändigung. Oh, ah. Heldenschlag, weil. Oh, Waffenruf. Achso, ablenken, präzises Attentat. Ja. Achso, 200%. Okay. Oh, oh, verdammt. Ich habe nur eins. Ah, verdammt. Das sind alle so cool. Ich würde für flammender Angriff. Das ist bei mir die 3. Okay. Gut. Aber wir sind ja bald Level 10. Warte. Mit dir. Kann ich F? Kann ich F nehmen? Ja, gut, sehr schön. Wunderschön. Ich nehme mich mit, mein Schatz. Wortwörtlich. So. Sind wir jetzt ein bisschen weiter vorgedrungen? Was mich ein kleines bisschen triggert, ist die Tatsache, dass wir uns hier nicht irgendwie schnell reißen lassen können. Ich würde aber sagen, wir nehmen den Aussichtspunkt mit. Hoch muss ich. Achso, ja, ja. Nicht da hoch, sondern dort hoch. Und dann gehen wir jetzt zurück, wenn wir den Aussichtspunkt freigeschaltet haben. Toys, Evos. Klar, warum denn nicht? Super. Dann haben wir gleich das nächste. Warte mal. Oh, verdammt. Stirb, Junge. Das war so... Oh, das ist so eine coole... wie heißt? Fähigkeit. Die habe ich so geliebt. Oh, mir ein Rätsel? Antike Tafel finden. Frag mich, wozu wir diese antiken Tafeln noch brauchen werden. Warte mal. So, das ist hier. Achso. Achso, Gefangenenbefreiung. Dann haben wir es geschafft. Das war doch einfach. Das ging doch. Das war... Easy peasy. Ich komm nicht raus! Haben wir hier eigentlich? Grab von Alcatrus, okay. Und da haben wir auch noch eine Truhe, die wir mitnehmen können, okay. Weiter runter wahrscheinlich, oder?
Antike Stele finden. Ach, der Heilige. Ja, gut. Ach ja. Guten Tag. Ja. Ist hier jemand? Nee. Und dann kann man das hier alles mit klauen. Ach so. Ich glaube, ekelhaft. Es sind diesmal keine Kobras, aber es ist genauso ekelhaft. Okay, komm. Cassandra? Danke. Ekelhaft. Ekelhaft. Ich hasse Schlangen. Jetzt. Keine Schlange. Okay. Macht mich ein bisschen fuchsig. Ja, na komm. Bring mir die Erleuchtung. Hier haben wir die antike Stele. Hat was gebracht. Hier. Wenn die Fackel nicht ehrt, ist das Feuer nicht wert. Die Armen, ne? Nur ein bisschen Licht. Ah, hier kommen wir raus. Ach so, wegen. Ach so, okay. Ja. So. Schön. Schön, schön. Da haben wir noch ein. So, Haus des Anführers. Oh, ja. Nee, war das nur mit dem Aussichtspunkt? Ja, so viel zum Thema. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Ja. Ugh.
aufheben? Ja, okay. Himmel des Apollon, okay. Warte mal. Oh, X. Oh, wo? Los! Du bist dein Weg. Oh fuck. Oh. Ist nur Menschen oder? Oh, huch! Ich hab wollte Q drücken. Hab Escape gedrückt. Lol! Ich hab gleich Q gedrückt! Wollen die mich verarschen? Wollen die mich hier verarschen? Was ist denn das für eine. Was ist das für ein Timing? Wirklich, was ist das für ein Timing? Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich hier. Ich fasse es nicht. Im Ernst, was sind denn das für Speicher? Das nochmal machen. Ich fasse es nicht. Wirklich. Was sind das für Speicherstände? Ich verstehe das nicht. Was ist das für ein Timing? Am schlimmsten ist, dass man hier keine Schnellreisefunktion so richtig hat. Außer halt zum Schiff, aber da wollen wir ja nicht hin. Oh. Es ist wirklich das Timing. Also ich sehe das und dann drücke ich Q, aber irgendwie hat Cassandra so eine Sekunde Zeitversetzung und dann funktioniert das nicht. Achso, ich habe noch einen Punkt, den ich wählen kann. Fähigkeiten. Machen wir das jetzt noch. Haus des Anführers. Oder lassen wir das erst einmal. Lassen wir den Haus des Anführers und gehen einfach zum Aussichtspunkt. Weil ich denke mal, das wird dann noch im Rahmen. Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Ja. Aber wir ignorieren den erst einmal. Also ignorieren wir auch erst einmal. Gehen wir hier hin. Und dann, wie gesagt, gehen wir zurück, beziehungsweise gehe ich einfach mal selber allein zurück. Denn wir haben es ja schon fast 30 Minuten. Und da begebe ich mich einfach mal auf jetzt zu dem guten Delius, Delius, schlag mich tot. Und ach so, weil ich in die Gestede, deswegen kann ich einen oh. Ja, ich bin zum Glück nicht ganz gestorben. Besser jetzt noch. Ja, also wie gesagt, ich gebe mich jetzt zu dem Dolius zurück und hole meine Belohnung ab. Und dann würde ich einfach mal die maritime Mission mir anschauen. Und vorne Stufe 10. Das ist so doof, dass sie alle mitleveln, dass ich es nicht ausschalten kann. Elektro-Schiffswrack haben wir auch noch. Das habe ich anscheinend übersehen oder ignoriert. Ich weiß es gar nicht genau, was ich damit gemacht habe. Dann müssen wir hier noch eine Mail für sich. Tüter-Täter-Soldat im Megaris. 12 von 20. Na, das machen wir auch noch. Dann plündere die Truhe. Ach ja. Warte, wo sind die Plündere? Wo muss ich denn da hin? Warte mal. Da hoch. Ja, okay, da kann ich auch. Erstmal
Wir gehen erstmal zu dem Dolius und werden dort unsere Belohnung abholen und dann werden wir uns die Truhe noch mitnehmen und dann hat sich die Sache erstmal soweit, denke ich, erledigt. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.